Alltäglich treffen wir vieles, was aus Holz hergestellt wurde. Doch wer bringt diese Gegenstände und Möbel eigentlich in genau diese Form? Tischlerinnen stellen Möbel, Türen und Fenster aus Holz und Holzwerkstoffen her. Sie erstellen Entwürfe und wählen die passenden Materialien und Werkzeuge aus, bevor sie mit einem Auftrag beginnen. Es gehört zu ihrem Aufgabengebiet, Hölzer Spanitz zu verarbeiten, Holzoberflächen zu behandeln und Holzverbindungen herzustellen. Auch Montagearbeiten und die Kundenberatung fallen in ihren Verantwortungsbereich. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. Der durchschnittliche Verdienst im ersten Jahr beträgt 650 Euro, im zweiten Jahr 760 Euro und im dritten Jahr 870 Euro. In diesem Beruf kannst du dich darauf einstellen, dass du werktags arbeitest und vor allem bei Möbelherstellern und Betrieben im Tischlerhandwerk eingesetzt wirst. Potenzielle Aufstiegsmöglichkeiten für dich wären BetriebsmanagerIn, RestauratorIn oder die Betriebsführung. Zusätzliche Infos hierzu findest du im Link in der Videobeschreibung. Diese Berufsausbildung verläuft dual. Du verbringst deine Zeit also nicht nur im Ausbildungsbetrieb, sondern auch in der Berufsschule, in der du dich mit den theoretischen Grundlagen für deine praktische Arbeit im Betrieb auseinandersetzt. Dazu gehört die Herstellung von zusammengesetzten Produkten aus Holz und Holzwerkstoffen sowie die Herstellung von Kleinmöbeln. Im zweiten Jahr stehen Einzel-, System- und Einbaumöbel und deren Herstellung und Montage auf dem Lehrplan. Bauelemente des Innenausbaus und die Bereiche Wartung und Instandhaltung sind im dritten Jahr dran. Während du diese Dinge in der Berufsschule lernst, werden dir im Ausbildungsbetrieb die praktischen Handgriffe deines Arbeitsalltags beigebracht. Du lernst zu Beginn, wie du fremdsprachliche Fachbegriffe anwendest, Gestaltungsaufträge hinsichtlich ihrer Vorgaben prüfst und wie du Informationen und technische Unterlagen wie Normen oder Betriebsanleitungen anwendest. In der zweiten Ausbildungshälfte dreht sich alles um die Herstellung von Modellen, um die Planung von Aufgaben im Team und um die Auswertung von Arbeitsergebnissen. Während deiner Ausbildung hast du eine Zwischen- und eine Abschlussprüfung, die jeweils in deinem zweiten Jahr und am Ende deiner Ausbildung stattfinden und aus theoretischen und praktischen Bestandteilen bestehen. Aber nicht nur deine Prüfungen sind wichtig, wenn es um das erfolgreiche Absolvieren deiner Ausbildung geht, sondern auch das Berichtsheft. Dieses führst du während deiner 3 Jahre und das wird regelmäßig von deinen AusbilderInnen kontrolliert. Du hast dich schon immer für handwerkliche Aufgaben interessiert und lebst dich gerne kreativ aus, dann ist diese Ausbildung vielleicht das Richtige für dich. Wenn du außerdem noch körperlich belastbar bist und dich gut auf wechselnde Arbeitsbedingungen und Aufgaben einstellen kannst, bringst du schon viele wichtige Eignschaften mit. Neben deiner persönlichen Eignung sind auch deine schulischen Voraussetzungen wichtig. Die meisten Ausbildungsbetriebe wünschen sich von ihren Azubis mindestens einen Hauptschulabschluss mit guten Noten in Mathe und Werken. Alle zusammengefassten Infos findest du hier. Mehr Infos zum Beruf findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir der Beruf gefallen hat, schreib es uns gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch gerne ein Like und Abo da. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein Video zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.